Ton, das ist eine Inszenierung. Und normalerweise spüren wir das, aber wir können nicht mal sagen, wieso. Es ist ja nichts falsch, aber irgendwie, okay, nicht ganz 100. Dieses Porträt, ist das echt oder war der, wusste der, dass er fotografiert wurde? Der hat es nicht gewusst. Der wurde aus der Menge herausgepickt von der Fotografin. Sie hat ihn fotografiert, er wusste von nichts. Und nachher hat sie erst mit ihm gesprochen. Die Fotografin hat nachher 3 Fotoreisen, die haben sich angefreundet, 3 Fotoreisen mit dem Mann gemacht. Hat nie mehr so ein Bild hingekriegt. Er wusste, dass er fotografiert wurde. Er hatte nicht mehr diesen Ausdruck. Diesen genialen, tollen Ausdruck, der nur kommt, wenn man eben nicht weiß, dass man fotografiert wird. Das ist Körpersprache, oder? Diese Feinheit des Gesichtsausdrucks, des Blicks, alles stimmt. Also wir kommunizieren mit solchen Körpersprachen und das ist eine ganz allgemeine, verständliche Sprache. In der Malerei wurde die Körpersprache natürlich bis zum geht nicht mehr eingesetzt. Das linke Bild ist vollkommen übertrieben, schwülstig. Wir können das fast nicht anschauen, ist sowas von übertrieben schwülstig. Mona Lisa auf der anderen Seite, ganz feine Körpersprache, unendlich fein und präzise. Auf der Welt setzen Körpersprache ein, um zu zeigen, dass sie die Größten sind. Die wissen ganz genau um die Wirkung von jeder Geste und machen das entsprechend. Napoleon durfte nie vom Boden gemalt werden, immer nur auf dem Pferd, weil er war ziemlich klein. Oben sieht er größer aus. Also man kann wunderbar die Körpersprache einsetzen, um ganz feine Gefühle auszudrücken. Jede Handstellung, jede Kopfstellung, alles spricht. Und wenn man dann noch einen Raum darum hat, kann man ein feinfühliges Bild gestalten, das auf den Betrachter wirkt. Sie sehen schon die kleinen Unterschiede, eine andere Geste, ganz andere Aussage. Hier Nachdenklichkeit, Romantik, Ruhe, hier Verzweiflung, Sorgen, Not, nur die Körpersprache. Alles andere ist genau gleich. Oder solche reine Körpersprache, unglaublich kraftvolle Bilder. 2 Kinder, die noch nie einen Menschen gesehen haben, der aus unserer Welt kommt, zum ersten Mal mit Fremden konfrontiert. Diese Neugier, diese Angst und diesen Mut gleichzeitig. Das Mädchen hinten möchte am liebsten davonrennen. Aber es rennt nicht davon, weil es gehalten wird vom Knaben vorne. Der Knabe vorne mit seinem Gesicht. Ich bin der Chef hier. Was machst du hier? Mir gehört das Dorf, nicht dir. Du bist fremd. Alles kommt aus den Gesichtern. Die Hände, die sprechen, diese 3 Hände. Der vorne, mutig, ich bin hier. Dann ängstlich die Hand, die sich hält, und das Mädchen in der Tasche die Hand, ich habe Angst, ich will gehen. Alles Körpersprache. Also eine These, wir sprechen mit Mimik und Gestik. Auf der ganzen Welt wird das verstanden und setzen wir das ein. Ganz wichtig, wenn Sie Gefühle fotografieren möchten, fühlen Sie das, was Sie fotografieren wollen. Wenn Sie es selber nicht fühlen, werden Sie keine starken Bilder hinkriegen. Wir müssen mitfühlen und dann kommt's. Dorothea Lange. Kennt jeder wahrscheinlich. Sie hat alles getan, um dieses Gefühl zu wecken beim Betrachter. Sie brauchte 5 Bilder, bis sie beim finalen Bild ankam. Dieses Bild hat Amerika dann aufgerüttelt, weil es alle Elemente drin hat von der Körpersprache, um diese Wirkung zu erzielen. Gesichtsausdruck, Handstellung, Kinder, die sich abwenden, alles war da. Und wenn man genau schaut, ist hinten in diesem Bild drin auch die Mona Lisa. Tief verwurzelte Bilder, die wir wieder sehen, wenn wir solche Bilder sehen. Also Körpersprache ist ein ganz wichtiger Punkt, um Wirkung zu erzielen bei einem Bild. Ich muss etwas schneller gehen, ich bin etwas hinten nach bei der Sache, aber das
können Sie sonst in meinem Buch dann nachlesen. Themen gibt es sehr viele. Porträtfotografie ist ein Gefühlsthema. Das Gesicht spricht zu uns. Menschenfotografie wühlt uns immer auf. Aber hier möchte ich kurz noch was zeigen. Tierfotografie. Simples Tierporträt, einfach gemacht, etwas Jö-Faktor, aber sonst keine große Wirkung. Wesentlich besser gestaltetes Bild, mehr Form, mehr Persönlichkeit des Fotografen, mehr Augenkontakt, viel besser, aber dann dieses Bild, Tempo. Spürt man das Tier? Kein perfektes Bild, aber ein Bild, das uns anspricht, das uns die Gefühle weckt. Und entsprechend viel größeres Netzdiagramm. Andere Tierbilder, Bilder, die unglaubliche Kraft entwickeln können. Meisterhafte Fotos von Tieren. Natürlich auch Sportaufnahmen. Geschwindigkeit, das Gefühl des Tempos, auch das primär Gefühlsfotografie. Gefühle ansprechen. Natur, klar, Gefühl der Natur, der Kraft in der Natur. Kleine Sachen, die Kraft entwickeln. Nicht zu vergessen, logisch, Erotikfotografie, da geht es primär um Gefühle.